Im Hamburger Rathaus fand heute im feierlichen Rahmen die Vereidigung der zukünftigen Polizistinnen und Polizisten statt. Insgesamt 121 Anwärterinnen und Anwärter im Alter von 18 bis 38 Jahren leckten im Beisein von Hamburgs Innensenator Andi Grote und Polizeipräsidenten Falk Schnabel ihren Eid ab. Die 63 Kommissar-Anwärterinnen sowie die 58 Anwärter stärken von nun an die Reihen der Hamburger Polizei im Kriminalschutz und Wasserschutz. Bereich. Der Innensenator Grote freut sich über die hohe Anzahl der Nachwuchspolizisten. Diese sei vor allem bei den wachsenden Herausforderungen wichtig, um die Sicherheit aller Hamburger zu gewährleisten. Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sind schon stark gefordert. Sie können sich vor allem nicht darauf einstellen, dass die Situation immer gleich bleibt, sondern wir haben wechselnde Schwerpunkte, Brennpunktthemen. Vor einiger Zeit war der Hauptbahnhof ein großes Thema. Da sind wir auch immer noch dran, aber die Lage hat sich ein bisschen entspannt. Aktuell ist das Thema Messer eines, was uns beschäftigt, wo wir sicher auch jetzt im Zuge der neuen Gesetzgebung Kontrollen verstärken müssen, auch hier in Hamburg. Und so gibt es immer wieder neue Themen. Wie gesagt, insgesamt ist die Kriminalität in Hamburg rückläufig, aber man muss sich immer wieder neu auf die Lage einstellen. Und diese Flexibilität, die brauchen auch die neuen, die jungen Nachwuchskräfte. Kein Tag im Dienst wird sein wie der andere.